Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy, die Kochsendung der AMC. Heute machen wir schwedische Köttbullar und zwar eine Variante, die super einfach ist, dass ihr sie ganz fix und lecker zubereiten könnt. Folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Wir haben hier unseren Navigenio, euren 3,5 Liter Topf mit Audiotherm und wir werden einen richtig leckeren Kartoffelstampf noch dazu machen. Da haben wir den 4 Liter mit einem Senko Quick und auch nochmal einen Audiotherm. So, folgende Lebensmittel brauchen wir für die Zubereitung. Wir haben hier 500 Gramm Rinderhackfleisch, dann so circa ein Esslöffel Paniermehl, eine Zwiebel, ein Popo frisches Ei, ein bisschen frische Petersilie und das war's schon. Für die Soße haben wir hier ein bisschen Mehl und Butter, damit wir eine Mehlschwitze machen können. Ein Schuss Sahne, ca. 100 ml. Dann habe ich hier einen Rinderfond, ein bisschen Sojasauce haben wir nochmal und nachher zum Anrichten noch Preiselbeergelee und Kartoffelchen, natürlich für den Kartoffelstampf. So, wir werden jetzt anfangen, uns das Hackfleisch vorzubereiten und dann legen wir schon los. Der letzte ist jetzt auch fertig, macht einfach schöne kleine feste Kügelchen, Frikadellchen. Ja? Jetzt können wir uns den Topf schön heiß machen, die Handschuhe brauche ich nicht mehr, sind auch viel zu klein. Ella, passen Sie. So, hier bei der Navigenio haben wir einfach ein Rädchen, da schalten wir auf Stufe 6. Dann nehme ich mir den Audiotherm, drücke irgendwo drauf, damit er angeht und setze mir die Spitze hier aufs grüne Fenster beim Fleischsymbol, drehe ihn zweimal rum und bleib beim Fleisch stehen. Das dauert jetzt einen Moment, bis der Topf heiß ist. Die Zeit könnt ihr nutzen, um Kartoffeln zum Beispiel schon mal zu schälen. So, auch die letzte hat perfekt reingepasst. Und damit wir jetzt nicht die ganze Zeit wenden brauchen, nehmen wir einfach unseren Topf, stellen den in den Deckel rein. Und so wie ihr es kennt, nehmen wir unsere Navigenio und packen die wie einen Deckel oben drauf. Und zack, haben wir einen Backofen, können das Ganze ohne Fett machen. Das Piepen, was ihr jetzt hört, das ist eine Kindersicherung. Sobald unsere Navigenio eine Schräglage hat, schaltet die erstmal ab. Also einfach einmal hier drehen, dann nehme ich mir den Pieper, wo habe ich ihn hingelegt? Hier. Drück irgendwo drauf, damit er angeht, drück nochmal drauf und gib jetzt die Zeit ein und lass das Ganze backen. In der Zeit können wir uns auch die Kartoffeln fertig machen für einen Kartoffelbrei. Kartoffeln brauchen echt nur 5 Minuten, also das wird fast gleichzeitig fertig sein, ist perfektico. Und dann machen wir uns noch die Soße und dann war's das auch schon. Der Pieper ruft, wir können ihn einfach nehmen, beide Knöpfe gleichzeitig drücken, dann geht er aus. Navigenio können wir auch ausdrehen, jetzt gucken wir mal rein. Oh ja, sehr gut. Schön sehen sie aus, haben auch ein bisschen Saft gegeben. Das ist eine perfekte Grundlage jetzt für eine Soße. Wir werden uns eine kleine Mehlschwitze machen, die restlichen Sachen dazugeben. Die Kartoffeln werden jetzt von alleine drucklos einfach. Das Ganze dann kombiniert und köstlich, also wirklich gut. So, wir machen jetzt weiter.
Und so einfach ist die Soße auch. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen köcheln, dass es andickt. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob ein Löffel Mehl gereicht hat. Wir werden es sehen. Sonst nachher einfach nochmal ein bisschen nachdicken. Und in der Zeit können wir uns den Kartoffelbrei fertig machen. Töpfe ist schon aufgegangen. Kartoffelbrei macht ihn bitte so, wie ihr wollt. Ich werde jetzt einfach ein Stückchen Butter wieder dazugeben, ein bisschen Milch dazugeben und das Ganze stampfen. Vielleicht Muskatnuss noch drüber geben. Wir haben ganz viele tolle Videos, wie man Kartoffelbrei macht. Frische Möhre kann man zum Beispiel noch mit dazugeben. Schmeckt besonders lecker. Und die Kinder freuen sich dann. Also macht es so, wie ihr wollt. Und wir sind schon fast fertig. Und dann probieren wir auch zusammen. Der Hammer. Einfach mega lecker, da kann jedes Möbelhaus abschmieren. Also selbstgemacht schmeckt immer besser, das ist so. Ja, das ist so simpel, macht es mal nach, ist auf jeden Fall mal was anderes. So. Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch unsere Videos gefallen. Abonniert uns unbedingt mal auf YouTube, besucht uns auf unseren anderen Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram. Gerade bei Facebook, da haben wir eine eigene Gruppe, die heißt Koch dich happy, AMC Rezepte zum Nachkochen. Über 4.500 Leute drinne. Da könnt ihr Fotos reinposten, Rezepte teilen, wenn ihr wollt, ja, euch inspirieren lassen. Also Wahnsinn, was da für eine Aktivität ist. Und auch Instagram lohnt sich, da seht ihr so öfters einen Blick hinter die Kulissen oder da machen wir öfters Umfragen, so, was sollen wir als nächstes kochen zum Beispiel. Ja? Das Wichtigste ist aber unsere Rezepte-Community von AMC, Kochen mit amc.info. Über 20.000 Gleichgesinnte Step-für-Step-Anleitungen für Rezepte, Videos drin, also unbedingt mal vorbeigucken. Ja? Downloadet euch auch kostenlos unsere App, die heißt Koch dich happy, findet ihr im Play Store oder im App Store. So, wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr, meine Lieben. Unten verlinken wir euch alles nochmal in der Infobox und macht es nach und ich will Fotos sehen. Ciao, ciao.